Willkommen Leute zu einem neuen Projekt hier auf meinem Kanal Hübi. Herzlich willkommen zu Let's Play New Super Mario Bros. 2 mit Facecam. Ich habe es in letzter Zeit einfach immer wieder gesagt, ich will die Facecam öfter drin haben. Und ich will mehr 3DS-Let's Plays machen. Und dann, bam, kam die Idee, ich will auch NSMB 2, weil ich da irgendwie echt Bock drauf habe. Spiel wird von einigen nicht so gemocht. Ich finde es eigentlich ein sehr gutes Spiel. Wurde auch noch gar nicht so oft LP'd, muss ich sagen. Also ich habe es, glaube ich, bisher nur einmal gesehen. Dementsprechend weiß ich auch relativ wenig, weil ich es privat noch nie wirklich gezockt habe. Ich habe es mal ein bisschen angezockt. Ich habe auf dem Account hier, glaube ich, da sehen wir 46.000 Münzen. Die sind aber großteils von einem Kumpel erspielt, der das mal auf einer längeren Zugfahrt ausgeliehen hatte. Ich habe extra alle Spielstände gelöscht, dass wir ganz frisch anfangen können. Und ich hoffe, ihr habt genauso Bock auf das LP wie ich. Das Ganze ist zu... Ja, doch, es ist eigentlich blind. Also ich weiß wirklich nur noch... minimalste Sachen. Mario und Luigi gönnen sich einen schönen Tag mit ihren neuen Tanuki-Anzügen. Und die Koopalinge haben Peach entführt. Oh nein! Und Roy verschanzt sich als erstes in seinem Tower. Und da sind wir auch schon auf der Overworld. Welt 1, die ganz normale Graswelt. Man kennt sie unten auf dem Bottom Screen. Seht ihr die Weltenkarte. Wir haben 6 Welten und 2 Geheimwelten. Wir spielen das Ganze natürlich zu 100%. Und zu den 100% zähle ich nicht die 9.999.999 Münzen. Weil, ich kann es jetzt schon mal vorweg sagen, dafür bekommt man im Menübildschirm eine goldene Statue. Dafür, dass man circa 10 Stunden seines Lebens in diese Münzen, dieses Münzensammeln verschwendet. Und nicht 9 Millionen, sondern nur 999. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall unmenschlich viele. Und ja, das ist der also. Der 2D-Mario-Ableger für den Nintendo 3DS. Das Spiel wurde nicht vom Hauptentwicklerteam von Nintendo entwickelt, sondern von ein paar jüngeren Entwicklern, die sich sozusagen hier an ihrem ersten großen Spiel versucht haben. Miyamoto hatte, soweit ich weiß, nur eine überwachende Funktion, also ob irgendwelche gravierenden Fehler drin sind. Ansonsten wurde das Spiel komplett diesen jüngeren Entwicklern überlassen. Und ich finde, sie haben ihren Job gut gemacht. Das Spiel ist nicht das schwerste, dennoch gibt es bestimmt das ein oder andere Level, was mich zum Heulen bringen wird, weil ich einfach ein Talent dafür habe, in Mario Bros. Teilen zu failen, an Stellen, wo es kein anderer für möglich hält, dass man da failen kann. Und wir sehen hier auch schon das neue Gadget, was hier in diesem Spiel dazu kam, der Goldhelm. Den zieht man auf und wenn man sich schnell bewegt, bekommt man Münzen aus ihm raus. Insgesamt sind, glaube ich, 100 Münzen drin. Und ich finde das eine sehr coole Sache. Überhaupt steht dieses Spiel komplett im Fokus der Münzen und des Geldes. Sieht man, glaube ich, jetzt schon mal, wird hier mit Geld überhäuft. Das ist natürlich auch der Grund, warum der Schwierigkeitsgrad hier so ein bisschen leidet, weil man eben für 100 Münzen, ein One-Up bekommt. Und da dieses Spiel einfach so auf Münzen fokussiert ist, wird man halt mit One-Ups überhäuft. Aber ich meine, ein Mario Bros. War doch nie dadurch schwer, dass man irgendwie Probleme mit den One-Ups hatte. Also, dass man irgendwie Game Over geht, weil man keine Leben mehr hat. Das war noch nie so. Und deswegen sehe ich das auch nicht als Kritikpunkt, dass hier die One-Ups so, ich sag mal, inflationär verwendet werden. So, man wird jetzt hier relativ weit hinten rausgelassen. Das sehe ich gerade unten auf der Minimap. Da sieht man den Levelfortschritt. Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier irgendwo, tatsächlich. Oder? Wurden wir jetzt tatsächlich hinter der Starcoin Nummer 3 rausgelassen? Oh, direkt mein P-Switch Run. Gerne doch. Den habe ich schon in NSMBU gut hinbekommen. Tatsächlich. Man wird hier hinter Starcoin 3 rausgelassen. Wie fies ist das denn? Da hat sich mein Mario-Instinkt mittlerweile schon gelohnt. Das LP'en von Mario Bros. Wii und Mario Bros. U hat sich also gelohnt. So, Moment. Wir landen jetzt hier auf der Flagge. Sehr gut. Und damit haben wir das erste Level zu 100% abgeschlossen. Ihr seht, das altbekannte Prinzip. Ich nehme an, die Fähigkeiten und Items von Mario solltet ihr wirklich kennen.
falls das jemand wirklich komplett blind schauen sollte und wirklich keinen Plan von Mario Bros. Spielen hat, das Spiel erklärt sich auch ganz gut von allein. So, und wir kennen es, in Mario Bros. Titeln ist eigentlich immer in Welt 1, 2, was ein Höhlenlevel ist, wahrscheinlich, oder? Nicht? Doch, doch, natürlich. Gibt es einen Secret Exit? Das war schon immer so und wird wahrscheinlich auch immer so bleiben. Hey, da oben war ein bisschen Geld. und deswegen werde ich hier direkt die Augen offen halten, ob ich hier irgendwo einen Secret Exit bekomme. So. Oh, und ich merke schon, hier wird jetzt viel mit diesen Powerblöcken gespielt. Soll mir recht sein, die Blume brauche ich nicht. Ich habe eine im Inventar, auf die ich immer über den Touchscreen Zugriff habe. Und ich habe halt eine aktuell aktiv. So. An diese Powerblöcke komme ich jetzt, komme ich da von oben ran? Ja, komme ich. Oh, und da ist sogar schon Starcoin Nummer 1. Ich werde hier einfach mal einen Koopa runterwerfen. Oh, schade, ich wollte über Bande spielen. Na, dann halt nicht. Dann verzieh dich bitte. Dann hole ich mir die Starcoin eben allein. Musik wurde größtenteils aus den älteren Titeln genommen. Das ist tatsächlich ein Kritikpunkt. Das Spiel kam nämlich zu der Zeit raus, als Nintendo irgendwie keine Lust hatte, neue Tracks zu entwickeln. Da hat man in vielen Spielen von ihnen gemerkt, dass sie nur noch alte Tracks recyceln und so auch in diesem. Das heißt, viele neue Tracks werden wir nicht hören. Wir hören so die ein oder andere Variante eines Tracks, aber sowas wirklich, glaube ich, gravierend Neues bekommen wir hier nicht. Finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schade, weil die Musik in Nintendo-Spielen doch immer was sehr, sehr Essentielles ist, aber naja, es war ja war eine verrückte Phase in Nintendos Spielentwicklungsgeschichte, sage ich mal. So, und wir sind jetzt hier Big Mario und können jetzt hier erstmal voll aufräumen. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt hier was mit dem Secret Exit zu tun hat. Nein, nicht mit dem Secret Exit, aber mit der Starcoin, mit Starcoin Nummer 3. Und ist hier oben der Secret Exit? Auf jeden Fall haben wir alle drei Starcoins. Das ist doch schon mal was. Ich glaube. Ist hier irgendwo der Secret Exit? Ist er das? Nein, ist er, glaube ich, nicht, oder? Ist er hier? Nein! Toll, jetzt bin ich klein und komme hier nicht mehr durch. Was ist das denn? Moment mal, ich zücke meine Blume. Yeah. Aber wie komme ich jetzt hier raus? Gar nicht. Ist ja nicht der Secret Exit? Ey, es muss in diesem Level ein Secret Exit geben. Das war immer so. Das könnt ihr mir nicht erzählen. Hier muss irgendwo ein Secret Exit sein. So leicht lasse ich mich hier nicht abspeisen, Freunde. Es muss hier ein Secret Exit irgendwo geben. Das könnt ihr mir nicht erzählen. Kann ich in die Röhre rein? Ich weiß es nicht. Ist das jetzt der reguläre Exit und hier oben wäre dann der Secret? Ich nehme einfach mal die Röhre. Aber ich glaube, das ist der reguläre Exit. Verdammt! Heißt das, wir haben jetzt schon das erste Secret verpasst? Ich glaube schon. Also, ihr könnt mir nicht erzählen, dass es hier kein Secret Exit gibt. Also, Freunde, jetzt seht ihr auch gleich mal wieder, wie ich damit sowas umgehe, wenn ich ein Level abschließe und irgendwas vergessen habe. Secret Exit, Starcoin, sonst irgendwas, was ich euch noch zeigen will. Dann werde ich mal cutten, damit ihr nicht so viel doppelt seht. Das heißt, ihr werdet jetzt erfahren, wo der Secret Exit ist. Da unten ist er doch, oder? Ich werde da unten in der gelben Röhre. Die haben nämlich vorhin mit dem gelben, mit dem Megapilz kaputt gemacht. Ich kann mir vorstellen, dass der Secret Exit da unten ist. So, schauen wir mal nach. Klingt doch aber eigentlich plausibel, oder? Das heißt, man kann Secret Exit, oder? Nee, ist ja. Doch. Nein. Moment mal, Moment mal. Das checken wir gleich ab. Verdammt, die ist hier gar nicht. Okay, Freunde, ich habe jetzt einen absoluten Wolf gesucht und nichts gefunden. Ne? Und jetzt habe ich gerade im Internet nachgeschaut und die Entwickler haben tatsächlich die Tradition gebrochen. Hier gibt es gar keinen Secret Exit. Was zur Hölle? Naja gut, dafür haben wir einen fliegenden goldenen Block über uns. Ich glaube, der erscheint zufällig. Und mit dem kriegen wir im nächsten Level dann direkt am Anfang so einen goldenen Hut, so einen goldenen Blockhut. Und mit 5 Starcoins, die wir gesammelt haben, 6 haben wir schon insgesamt, können wir uns diesen Weg hier
freikaufen. Also wir geben die Star Coins wirklich aus und kommen damit hier zum Itemhaus. Ich brauche zwar gerade kein Item, aber ich zeige es euch trotzdem mal, dass ihr auch mal seht, wie hier die Pilzhäuser ausschauen. Der Toad gibt einem einfach eine Auswahl, was man gern hätte. Und da kann man sich was aussuchen. Also, kein großes Minispiel oder sonstiges. Hier werden die Items ganz easy verteilt. Und wir haben noch locker Zeit für Welt 1, 3. Levelnamen gibt es hier leider keine. Das kam aus den NSMBU das erste Mal. So. Und hier sehen wir schon einen großen Baum am Anfang. Gumbas, hier ist der gerade angesprochene goldene Block, den wir auch schon auf der Overworld gesehen haben. Und hier kommt jetzt das Tanuki-Blatt. Und wenn wir uns jetzt eilen und ganz viel Speed aufbauen, dann können wir hier hochfliegen. Das ist das Schöne mit dem Tanuki. Da ist man ganz flexibel und immer wenn man viel sprintet, dann ist man hier voll am Start. Ich habe nur leider keine Ahnung, ob ich jetzt unten Starcoins verpasse, ob ich jetzt hier oben die Starcoins suchen soll. Ich habe keine Ahnung. So, ich werfe den jetzt einfach mal da rein. Okay, der macht mir einfach ein paar Münzen. Moment mal, ich glaube, wenn der die ganz oft auslöst... Genau, da kommen mir auch ganz viele Münzen raus. Gebt mir die Münzen, ihr Pisser. Okay, aber ich werde jetzt nochmal runtergehen, weil ich eben nicht weiß, ob ich unten irgendwas verpasse. Da muss ich jetzt halt immer oben auf den Bäumen und unten jetzt auf dem Boden nachschauen, ob es Starcoins gibt. Ist natürlich jetzt ein Tick schwerer, alles zu finden und ein Tick leichter, irgendwas zu übersehen. Aber ich werde mein Bestes geben. So, hier ist ein Pfeil nach oben. Heißt das, ich soll unbedingt da hoch? Oh ja, hier ist ein Starcoin. Und das ist Starcoin Nummer? Nummer 1. Sehr gut. Wir sehen nicht immer unten am Touchscreen, wie viele Starcoin wir haben, denn die werden auch der Reihe nach, wie wir sie einsammeln, da unten auch angezeigt. Das heißt, wenn wir hier die erste Starcoin unten ausfüllen, ist das auch die erste Starcoin des Spiels. Gut. Dann suchen wir mal weiter. Sag mal, die kommen doch da gerade auch aus einem Baum raus. Ja, genau. Gehen wir doch mal hier hoch. Oh yeah. Und hier ist eine Röhre, die uns in den Himmel schießt. Okay. Wahrscheinlich müssen wir jetzt hier auch fliegen, oder? Ich nehme gleich mal Anlauf. So sieht's aus. Und hier ist Starcoin Nummer 2. Sehr gut. Also, Freunde, bisher noch nichts übersehen. Wir sind super dabei. Und ich finde die Musik aber trotzdem voll catchy. Weil ich diesen Chor so mag. Dieses Bap, Bap. Und da unten ist ja schon Nummer 3. Und da reicht uns auch einfach das Tanuki-Blatt. Wir könnten ja den Koopa verwenden. Aber wir können es auch hier alles mit dem Tanuki freimachen. Und da haben wir schon alle 3 Starcoins. Ja, geil. Und wir haben auch hier den Hauptpreis. Die 50 Münzen. Sehr gut. Hier gibt es nämlich, glaube ich, 5, 10, 30, 50. Kann das sein? Und wir haben gerade den Hauptpreis bekommen. Sehr gut. Und kommen jetzt hier sogar noch ins Ziel. Ja, geil. Es läuft, Freunde. Es läuft und ich finde, das Spiel macht ultra viel Spaß. Ich finde es vor allem sehr, sehr farbenfroh. Also ich finde, die Entwickler haben hier sehr knallige Farben verwendet. Und das lässt das Spiel einfach so bunt und fröhlich wirken. Wir haben jetzt allerdings gar nicht genug Starcoins, um uns hier den Weg zum Pilzhaus freizukaufen. Deshalb werden wir jetzt auch den Tower machen, damit wir uns dann den Weg nach da unten leisten können. Wir haben unser ganzes Geld vorhin für das Pilzhaus ausgegeben. Und das unten ist natürlich kein richtiges Pilzhaus, sondern ein One-Up-Haus, ne? Dass wir auch immer dieses korrekte Fachjargon verwenden. Ja. So, und wir haben jetzt hier auch eine neue Gegnerart. Knochen-Piranhas. Allerdings verhalten die sich, glaube ich, nicht anders als normale Piranhas. Außer sie sind vielleicht feuerresistent, was sein kann. Ich werde es auf jeden Fall nicht testen. Dafür ist mir mein Tanuki-Blatt zu schade. Aber die Münzen nehme ich hier natürlich alle mit. Auch wenn ich nicht die maximale Anzahl Münzen sammle, will ich dann doch ein paar mitnehmen, weil man kommt dann immer so Auszeichnungen, so Glückwunsch, du hast so und so viele Münzen gesammelt. Und die will ich natürlich alle haben. So, ich weiß nicht, gibt es in diesem Spiel unsichtbare Mauern? Und wenn ja, ist da oben vielleicht eine? Nein. Weil in manchen Mario Bros. Spielen gibt es ja diese unsichtbaren Mauern, wo man rein kann und in manchen nicht. Ich weiß gar nicht, ob das in dem Game so ist. Keine Ahnung. So. Immer noch keine Starcoin. Das beunruhigt mich. Ein rote Münzenspielchen. Wir müssen alle Red Coins in der vorgegebenen Zeit schaffen. So, sehr gut. Und ich glaube, wir sollten hier... Oh, verdammt, das One-Up ist da oben. Ist mir egal. Den Weg hier nehmen. Denn hier ist eine Starcoin. Und ich hoffe, das ist Starcoin Nummer 1. So sieht's aus. Checkpoint. Bisher alles richtig gemacht. Kommen wir da oben rein? Nein, kommen wir nicht. Aber wir können die Röhre hier nehmen. Und die nehme ich natürlich... die Tür nehme ich. Die Röhre. Die Tür nehmen wir natürlich.
Ich habe eine Idee. Wir können noch Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee, Freunde. Mal gucken, ob ich die so... Oh, verdammt, das wird nicht funktionieren, oder? Doch, doch, natürlich, natürlich, so. Okay, das wird jetzt... Nein! Du... Nein, ich war oben. Ich wollte da hoch. Ich kann doch bestimmt da oben drauf. Ich sterbe gleich. Das ist jetzt so ein Moment, wo ich normalerweise sterbe. Wo dann einfach so dieser typische Hübi-Skill einsetzt. Und ich hasse dich, Gumba. Aber mit deiner Hilfe komme ich jetzt da hoch. Und dann gehe ich hier hoch. Und hier ist nicht mal was. Willst du mich verarschen? Ich habe das Ganze hier umsonst gemacht. Ja, Ersch. Jetzt habe ich aber noch eine Idee. Nein. Nee, ich gehe jetzt nicht nochmal rein. Ich glaube, die Idee ist schwachsinnig. Weil ich habe mir jetzt überlegt, da wo die Schlangenblöcke rausgehen. Ne, ob ich da vielleicht noch rein soll? Keine Ahnung. Wir haben jetzt hier auf jeden Fall was Neues. Und auch hier werde ich mal probieren, oben drauf zu kommen, um zu schauen, ob da was ist. Ich meine, im Goomba-Raum waren da Münzen. Vielleicht komme ich hier ganz oben drauf. Tatsächlich. Nein! Ich hätte direkt hochgemusst. Da war die Starcoin. Nein! Und ich kann nicht mehr zurück, gell? Ihr seid solche Ärsche. Ihr seid solche Ärsche, ohne Spaß. Nein, aber umbringen werde ich mich jetzt hier nicht. Denn vielleicht macht die liebe Lea wieder einen Death Counter. Und ich möchte eigentlich so wenig Suizidtode wie möglich in diesem Death Counter haben. Weshalb ich mich jetzt hier mal gegen den Suizid entscheide und euch das nachher einfach reinschneide. Ist das ein Kompromiss? Ist ein Kompromiss. Habe ich jetzt beschlossen. So. Nachdem wir jetzt Starcoin Nummer 2 verpasst haben, haben wir mit der dritten Starcoin dann zusammen theoretisch alle. Und hier geht's auch bestimmt vor dem Bossfight, gibt's eigentlich doch immer noch ein Item, oder? Sag mal, brechen die Entwickler jetzt alle Traditionen? Vor dem Bosskampf kein Item mehr. In Welt 1-2 kein Secret Exit. Man merkt, dass hier ein anderes Entwicklerteam am Werk war. Ohne Frage. Allein weil die ein oder andere Tradition gebrochen wurde. Und die Towerfights finden hier gegen diese Rhinos statt. Und das sind wirklich die Oberlappen vor dem Herren. Jetzt trampeln sie und der Boden bricht langsam auseinander, aber das war es auch schon wieder. Also, ja, ich glaube, ich brauche da nicht weiter was dazu sagen. Da kann sich jeder sein eigenes Bild machen. Roy beschwert sich. Du Arschloch! Aber wirklich was ausrichten kann er auch nicht. Und er flüchtet ins Castle. Aber wir werden jetzt nicht mehr Peach hinterher rennen. Wir werden uns jetzt erstmal hier um die letzte Coin kümmern, die wir verpasst haben. Obwohl wir den richtigen Riecher hatten. Sie wurde uns einfach vor der Nase weggeschnappt. So, dann probieren wir es halt nochmal. Ja, jetzt easy. Easy. Easy Game. Easy. Easy. Habe ich schon easy gesagt? Scheiße. So, Freunde, dann haben wir auch dieses Starcoin noch geholt. Und damit endet der erste Part von NSMB 2. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Falls ja, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Würde mich mega freuen, weil so, ja, ich sag mal so, daran sehe ich einfach, wie viele Leute Bock auf das Projekt haben. Und so bei ersten Parts ist es ja auch irgendwie verständlich, dass da der YouTuber gerne so einen guten Start in das Projekt hat. Also, ihr müsst keine Bewertung da lassen, das würde mich sehr freuen. Aber am meisten würde es mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Das war's mit NSMB 2 Part 1. Euer Hübi, macht euch noch einen schönen Tag und haut rein.